Welcome to the German speaking part of Europe. Das ist die Übertragung für den 24. März und das dazugehörige Wochenende. Wenn Sie in München sind, gehen Sie an die Lieg-Salzstraße 34. Lieg-Salzstraße 34. Dort findet eine Ausstellung statt, die beginnt die Vernissage um 20 Uhr. Danke, Marci Kermani. Das war eine sehr schöne Begegnung mit Marci. Eine ganz interessante Denkerin zwischen dem Orient und uns. Und ja, wir wünschen uns, hey, wenn unsere komische Kultur etwas von Humanität begriffen hat, dann ist das nicht von unseren Wikingern gekommen und auch nicht von den Hellebartenträger da in der Schweiz oder den wilden Römern. Nein, 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 das ist aus einem ganz anderen Ort. Orient. Ja, dort, wo die Orientierung herkommt, dort, wo die Sonne aufgeht, dort muss es liegen. Und deshalb sind Personen wie Marci Kermani ganz, ganz wichtig für uns. Ich selbst bin aber in Raffensburg in der Oberschwabenhalle bei Jeremy Rifkin. Das wird sicher nächste Woche ein wichtiges Thema bleiben. Mesut Güngör, vielen Dank. ptme.de ptme.ch geht auch. Hey, Mesut Güngör, der produziert so kleine Kästchen, die kann man an den Flatscreen-Fernsehbildschirm anhängen und dann hat man einen totalen PC. Das ist geil. Geil ist es deshalb, weil das, was jetzt Fernsehen ist, zu Videoschnipseln wird. Und unsere Videoschnipsel einfach neben anderen Videoschnipseln liegen. Und das ist so geil, das wird das Thema sein von den nächsten Wochen. Ebenfalls, wenn Sie in meinen Blog gehen, revel.kaiva.com, wenn Sie also in meinem Blog nachschauen, da bin ich im Moment mit der UVEC am Abklären, ob nicht Rebell TV Geld bekommen könnte vom Staat. Das mache ich natürlich nur, um das ganze System ad absurdum zu treiben. Ich will doch kein Geld vom Staat. Sicher nicht. Aber ich finde, diese komischen Regionalfernseher sollten auch kein Geld bekommen. Das ist wiederum ein solches tolles Thema von diesen Liberalen, die sagen, weniger Staat, mehr Freiheit. Und was machen sie? Geld beziehen. Geld beziehen. An jeder Ecke und an jedem Ende. Das ist ein Scheißliberalismus. Und da müssen wir radikal liberal dagegenhalten. Da habe ich ja tolle Unterstützung. Dr. Konrad Hummler, Radikalliberaler. So wird er vorgestellt. Wir sind hier in der ältesten Privatbank der Schweiz. In der ältesten Bank sogar. Nein. Die älteste Bank. Ich habe immer den Eindruck, dieses Neue am Liberalismus, welches die Menschen so radikal in die Ecke stellt und in die Überflüssigkeit auf die Müllhalde kippt, sei gerade das Problem, welches so viel Unsicherheit auch in die Gesellschaft trage. Jetzt ist aber Sicherheit ausgerechnet eines ihrer Themen, die für Sie sehr wichtig sind. Warum ist Ihre radikal-liberale Position gut für das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft? Ich glaube an sich nicht, dass der Radikale, wie man immer diesen Liberalismus bezeichnet, jemanden auf die Müllhalde stellt, sondern was er eigentlich will, ist, dass er Chancen eröffnet, dass neue Jobs, neue Arbeitsplätze und so weiter problemlos entstehen können. Und das ist eigentlich gerade das Gegenteil von der Müllhalde. Wogegen wir uns natürlich wenden, ist gegen Strukturerhaltung von Dingen, die nicht mehr zu halten sind. Und das ist eben eines der Probleme, dass unsere Industriegesellschaft sich wandelt. Sie wandelt sich einerseits in eine Dienstleistungsgesellschaft, das ist schon passiert, und andererseits gehen natürlich traditionelle Jobs verloren. Und unsere Position ist da ganz klar, was verloren gehen muss, weil es eben nicht mehr zu halten ist, das kann man auch nicht mehr künstlich aufhalten. Ich habe immer etwas Hemmungen als Bundesrat, mich in solche Projekte einzumischen. Es könnte bei unserer basisdemokratisch orientierten Denkweise dazu führen, dass man sagt, der muss uns das nicht vorschreiben. Ich kann nur von Ferne beobachten und sagen,
Das ist eine interessante Idee. Das würde mich sehr interessieren. Wenn das hier gelingen würde, das könnte ein Vorbild für viele Regionen, die sich in verschiedenen Ländern befinden, sein. Ciao! Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns, gehet hin in Unruhe. Nicht vergessen, 25. April 2006, wir feiern 175 Jahre erste liberale Verfassung der Schweiz und fragen umstandslos, welche sind die heute notwendigen sozialen Erfindungen. Mit Blockkonferenz, bringen Sie Notebook mit und Sie haben Wireless LAN Access. Bis bald!